zusammen. Heute reden wir ein wenig über die Chi Healing Practitioner Ausbildung von Fahim Kenanoglu. Genau, rund 80% der Menschen in Deutschland leiden an Rückenschmerzen, von denen nicht nur Ältere betroffen sind. Immer mehr Jugendliche sind von Gelenkschmerzen geplagt und die Ursachen für diese Schmerzen sind sehr oft unterschiedlich. Oft versuchen die Leute dann, sich mit Wärmepflastern, Medikamenten, Spritzen und Massagen behandeln zu lassen. Wirklich geheilt werden die Ursachen dadurch jedoch nicht, da das nur einen Kurzzeiteffekt hat. Und genau deshalb ist eine Qi Healing Practitioner Ausbildung super geeignet, da sie an den Ursprung der Ursachen ansetzt und versucht, ganzheitlich eine Lösung für die Rücken- und Gelenkschmerzen zu finden. Der ein oder andere wird sich jetzt fragen, was Qi Healing überhaupt bedeutet. Qi Healing kommt aus der chinesischen Sprache und ist gleichgesetzt mit dem deutschen Wort Atem bzw. Lebenskraft. Oft wird Qi auch mit anderen Wörtern verwendet und haben demnach abgewandte Bedeutungen, aber im Großen und Ganzen bedeutet Qi eigentlich Atem und Lebenskraft. Qi ist im Allgemeinen der Energiestrom, der durch unseren Körper fließt und unseren Kreislauf mit Nährstoffen und Mineralien versorgt, die wir benötigen. Die traditionelle chinesische Medizin sorgt für den Ausgleich und die Verbesserung des Qi. Diese alte Praktik wurde von Ärzten der integrativen Medizin übernommen, um den Körper wieder in seinen natürlichen Zustand zu versetzen. Sollte es dazu kommen, dass das Qi unausgeglichen ist, kann es dazu führen, dass die Emotionen aufgeregt, verzweifelt oder unberechenbar werden. Ein ausgeglichenes Qi hingegen kann dafür sorgen, dass Emotionen sanfter, ausgeglichener und stabiler werden. Laut der chinesischen Medizin schafft die richtige Bewegung an Qi und Blut durch den Körper Gesundheit und Harmonie im Menschen. Die Chinesen betrachten das Qi sowohl als eine wesentliche Energieeinheit, die aus der Nahrung gewonnen werden kann, als auch als ein Gas oder eine Art Druck, der die Bewegung im Körper fördert. Allerdings kann ein Ungleichgewicht auch durch nicht ausreichende Liebe oder soziale Interaktion verursacht werden. Und so kommt es, dass das Qi aus dem Gleichgewicht gerät und man unter Müdigkeit, Reizbarkeit, Hormonstörungen, Schmerzen, Depressionen oder Stress leidet. Wer in der Situation sein sollte, ein unausgeglichenes Qi zu haben, der hat viele Möglichkeiten, sein Qi wieder auszugleichen. Es gibt viele Körper-Geist-Techniken und Praktiken wie beispielsweise Tai Chi oder Yoga, die ideal gegen ein unausgeglichenes Qi ankämpfen. Dazu sollte man allerdings auch darauf achten, eine gesunde Menge an Schlaf zu haben, sich genug zu bewegen, sich gesund zu ernähren und die Durchblutung des Körpers zu befördern. Zusätzlich wird allerdings noch empfohlen, genau auf die Ursachen des Ungleichgewichts einzugehen und diese zu berücksichtigen. Und dafür bietet sich eine Qi Healing Practitioner Ausbildung sehr gut an, da sie eine gute Grundlage bietet, um die Ursachen für diese Schmerzen zu verstehen und folglich auch aufzulösen. Qi Healing Practitioner Ausbildungen verbinden das Wissen von Schulmedizin mit unterschiedlichen Heilverfahren, um die Ursachen für die Schmerzen zu lösen. Symptome wie Schulterschmerzen, Rückenschmerzen, Migräne oder Tinnitus, seelische Schmerzen und vieles weiteres können durch eine Qi Healing Practitioner Ausbildung geheilt werden. Auf der Digistore-Seite gibt es ein Angebot mit Lernprogrammen von dem Begründer der Ausbildung,
Fahim Kenanglu. Dieser stellt in seinem Lernprogramm den Körper und die Seele im direkten Bezug zueinander. Die Qi Healing Practitioner Ausbildung setzt sich aus verschiedenen Modulen zusammen. Wenn ihr jetzt nach unten klickt, findet ihr in der Videobeschreibung einen Link für das entsprechende Angebot. Ein Angebot klickt, dann fällt auf allerersten Blick eine große blaue Box auf, in welcher eine Menge Fragen aufgelistet sind, mit denen sich der ein oder andere gut identifizieren kann. So möchte er einfach die Leute erreichen und sie dazu motivieren, weiterzulesen, um möglicherweise gegen diese Klagen anzukämpfen. Wenn man dann weiter runter scrollt, kann man seine Geschichte nachlesen. In Kurzform erklärt er einfach nur, wie es ihm ergangen ist, was er für Leiden hatte, was er alles probiert hat, was nichts gebracht hat auf langfristige Zeit gesehen und wie er dann zu diesem Qi-Healing gekommen ist, was ihm dann quasi sein ganzes Leben verändert hat. Danach stellt er sich dann vor, erklärt kurz was zu seiner Person, wie er diese Ausbildung gemacht hat, wie er dazu gekommen ist nochmal. Und genau, wenn man dann noch einmal runterscrollt, findet man seine drei besten Tipps für den Körper, die Seele und den Geist, welche schon mal einen ersten Eindruck geben, was man für einen freien Geist und eine freie Seele und einen guten Körper machen kann, damit man sich einfach wohlfühlt. Dann erzählt er noch ein wenig, was er alles bisher schon heilen konnte mit seiner Methode. Das sind Dinge wie Skoliosen, Arthrosen, Migräne, Schulterschmerzen, Beinlängendifferenzen und viele weitere Dinge. Ganz unten auf der Seite kann man dann noch die verschiedenen Module nachlesen, die man in seinem Kurs lernen wird. Und man sieht noch ein paar Testergebnisse und Erfahrungen von verschiedenen Teilnehmern und deren Meinung zu dem Ganzen. Und ganz unten sieht man noch eine kleine Auflistung mit 10 Gründen, warum man den Kurs noch am selben Tag erwerben sollte, was es einem bringt und wie viel besser es einem danach geht. Das war's mit dem Video. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn dies der Fall ist, könnt ihr uns sehr gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo unterstützen.